Was ist das denn für ein Scam? Das ist ja noch eine Dönerbox. Wow. Was ist ein Pommdöner? Okay. Also ich zitiere. Doch egal ob Dönerbox, Dönertüte oder Pommdöner. Die Kombi aus würzigem Dönerfleisch, knusprigen Pommes, ja, einem Black Smile und etwas frischen Kreuzsalat. Dann geht's zurück zum Match. Ist genau das hier. Es ist auch genau das. Okay, schade. Hätte ja. Ich hätte mich gefreut auf eine neue Entdeckung, aber nein. Ja. Hätte ja sein können. Okay, jetzt sehen wir. Diesmal sehen wir den Nest von Zebra. Und SCN natürlich ganz klassisch beim Ike. Ich glaube, er hat ihn ja auch schon seit Anfang angespielt, oder? Soweit ich weiß, war SDN immer am Ike-Ballen. Ich glaube auch, ja. Also in Smash 4 war Kirby-Main, habe ich mir sagen lassen. Haben wir hier gerade eine Side-B gesehen, um zu catchen. Das ist einfach seltsam. Oh Gott. Ich glaube, das Nessie Floaty ist auf jeden Fall schon eher ein Problem, würde ich sagen. Okay, kommt er da zurück. Das müsste... Oh, das ist selbst. Ah, das tut weh. Das ist bitter. Aber in the end muss man sagen, ich will mal behaupten, das Goal von Zebra sollte jetzt ja einfach sein, schön diese brutalen Edgeguards rauszuholen, weil dafür hat Ness einfach 1070 Tools, um den Kollegen einfach komplett aus dem Leben zu edgeguarden. Okay. Wird hier sehr schön in Disadvantage gehalten. SCN geht hier für eine Menge Pressure. Ja, das hat er erstaunlich für Endlag. Manchmal machen das, ich weiß nicht, wie es Ness macht, aber manchmal diese Up-B einfach fast kein Endlag. So. Oh Gott, what the fuck? Da ist kein Punish drin, was haben wir denn? Da dachte sich die Developer so, nee, der Abschmack ist safe. Oh, okay. Sauber. Da war der Get-Up einfach leider die falsche Option. Das ist aber relativ even. Oh Gott. Boah, das könnte der Kill sein. Ja, es ist irgendwie echt heftig, obwohl Ike jetzt nicht so ein mega schneller Charakter ist, kann er gerade Ness echt gut so in der Luft halten. Also, du bist halt so floaty und dieser Range ist einfach insane von ihm. Er darf nicht airdodgen, er darf nicht nichts machen, es ist wirklich viel. Der Drift reicht auch schon nicht aus, ist irgendwie krass. Okay, SDN jetzt hier, er wird aber massiv gecatcht schon wieder. Ah, das könnte ein Stock sein. Sollte ein Stock sein. Weil geht nicht für die Down-Air, aber es geht trotzdem. Ja, klar, dann, Jump ist weg, dann ist eigentlich schon vorbei. Also ohne Jump kann man, glaube ich, einfach gar nichts mehr machen. Ja, SDN geht hier mit einem relativ ruhigen Approach rein, muss man sagen. Oh Gott, hat der Great Mash. Man hat es noch nicht mehr gehört, also ich glaube, Reaper ist ein Magician. Seine Finger machen es aber schneller. Durchbricht aber die Sound Barrier. Oh Gott, das könnte wieder scary werden. Okay, diesmal gehen wir über High. Bissige High Recovery. Ja, das ist aber. Boah, Leute, das ist aber richtig. What the fuck? Es ist hier in der Corner, aber er kommt mit der Side-B zurück. Ja? Wir sehen wieder den Attempt mit. Oh Gott, das ist eine krasse Kummer. Ah, okay. Oh nein! Es killt nicht. Wer ist das? Tower Spot? Ich glaube, hat der Move überhaupt einen Tower Spot? Anscheinend. Also, Noah hätte das Spot nicht gekillt. Das reicht schon aus. Hä? Kein Skillspark, what the hell? Es könnte sein, dass das DI da nicht ganz optimal war. Naja, muss sein. Ein bisschen awkward, das Game, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es mir so vorkam. Ja, das war. Irgendwas war komisch. Ja, das hat sich nicht gut angefühlt. Ja. Ich glaube, wir sind auch spoiled, ne? Wir haben die ganze Zeit so heiße Matches von Leuten, die, sag ich mal, richtig so eingespielt sind. Und die beiden sind jetzt probably nicht so oft. Und sind dann noch in dem Feeling out, sag ich mal, vom Playstyle des anderen. Ja. Ja, das kann es auf jeden Fall sein. Ich kann immer noch nicht verarbeiten, dass ein Pommdöner einfach mit einer Dönerbox ist. Das kann nicht sein. Ja. Warst du hyped up, während wir die beiden gesehen haben, wie sie um den Tag fighten, dann ist aber genau dasselbe. Das ist. Nee, das mein, ist wirklich. Mein Disappointment ist immeasurable. Ja, ist wirklich sehr enttäuschend. Okay. Aber weniger enttäuschend ist auf jeden Fall, dass SDN hier schon mal einen ganz guten Lead hingelegt hat. Hey. Interessantes Mix-up. Ja, ich meine, du musst halt auch als Ike-Spieler musst dir was einfallen lassen, weil dein Charakter ist sehr bland. Ja. Ist sehr gut. Also da überrascht einen prinzipiell weniger was. Aber was wir hier, was schon mal neu ist, was sonst kein Ike macht, irgendwie Side-B als Movement-Option nehmen. Aber so im Advantage, I guess. Ja, macht das irgendwie so aggressiv, so als wäre es ein Spin-Dash oder ja, so. Ja, genau, so. Als wäre es ein längerer Dash einfach. Ja. Ist auch echt cool irgendwie. Also, ja. Also, er macht's flashy. Ich guess, als Ike-Spieler wird dir irgendwann langweilig. So, du weißt, so, du hast deine Bread and Butter Combos, deine Kill Confirms und dann musst du dir denken, okay, wie spice ich jetzt mein Game noch ab? und dann sind da halt so weirde Upbeats und Movement-Side-Beats immer ganz gern drin. Ja, das wäre eine sehr interessante Idee.
Ich finde, von dem, was wir sehen, ist es einfach die Definition von so einem richtigen, ruhigen Spieler. Man steht da so und wartet einfach, okay, was macht denn das jetzt? Was denkt sich Sieber hier aus? Das passt auch komplett zu seiner Persönlichkeit. Ja. Einfach calm and collected. Dabei hat Sieber den Contact. Der SDN einfach so, ja, ich bin SDN, Leute. Ganz mies. Oh, sehr patient. Das frustet ein bisschen. Okay, jetzt ist Sieber aber hier ein ganzes Stock behind. Aber vorhin war es so explosiv. Hat hier sehr Probleme reinzukommen gerade. Ja, ist auch sehr verständlich in dem Matchup. Ja, dieser Range ist halt schon echt sehr brutal. Da wird alles einfach komplett gebietet. Oh, sehr smart. Tomahawk Grab hier. Okay, ich bin in 2-Frame. Sauber. Also SDN Spacing ist wirklich 1A. Ja, er wollte hier ein bisschen für den, er wollte ihn mitnehmen, sagen wir es so. Der Förderbus von Ike's Abbie. Sieber hat jetzt einfach seit einer Minute mittlerweile nichts mehr zu sagen in dem Match irgendwie. Also er rennt einfach noch weg und muss ein bisschen so... Genau, er chillt ja erstmal eine Runde, muss ein bisschen atmen hier, glaube ich, einfach. Und lässt SDN so ein bisschen gessen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Move gerade gewesen. Es sah nach nicht viel aus, aber manchmal musst du dich einfach so ein bisschen zusammenreißen und nochmal rethinken so ein bisschen. Weil SDN hat das Game auch zu gut in der Hand und Das ist halt auch die Frage, was machst du gegen einen passiven Ike? Du musst halt eigentlich reinrennen, aber dann spielst du ihm in die Hände. Ja. Ja. Wenn du nicht reinrennst, dann bist du so, scheiße. Also besonders in der Situation ist natürlich Sieber als Bind und ist ein bisschen geforstet, glaube ich. Oh, gerade so noch krass getradet. Das oder? Ja, das war abtilt. Ja, jetzt wird in dem Fall mal die aggressive Side gepuncht. Oh, das ist ein sauberer Grab. Echt stark. Ich habe auch für SDN kennt das Matchup sehr gut. Also von seiner Execution her zu urteilen, das ist für ihn jetzt nicht so das erste Mal. Das fehlt aber leider nicht. Schade. Müssen es da holen, oder? Nein, der Ike ist so heavy, ne? Oh, Jank? Oh, das sollte... Nee, gerade aus. Ah. Wenn man den Background sieht, dann weiß man, der Stock ist weg. Ja, das Ding ist gelaufen. Ja, das machen wir Spieler sehr gerne und ist auch einfach ultra effektiv. Dieser Air-Dodge ist aber so krank. Das überrascht mich jedes Mal wieder. Dieser Range ist echt krass. Und du kannst auch nicht so viel dagegen machen, weil klar, du kannst... Ich meine, du kannst hast ein paar mehr Frames, um das zu catchen, diesen Air-Dodge. Aber das war in dem Fall einfach irrelevant. So SDN war alt. Hat ein Devil Freed hier mit zwei sauberen Stocks nach vorne. Ja. Da sah es einfach fast impossible aus. Aber ich glaube, wir sehen jetzt hier bestimmt ein bisschen Adaptation so. Genau, er ist schon in der Denkerpose, wie so ein Philosoph da gerade. Ja. Muss jetzt erstmal hier groß würfeln, okay, was mache ich? Weil dieser Ike war anstrengend. Und jetzt muss man gucken, wie kommt man rein und wie durchbricht man diese massive Wand von einem Ike-Schwert. You know? Mit Wolf vielleicht. Vielleicht ist Wolf auch noch die Lösung. Ja, das ist eine Überlegung wert, ne? Gebe ich zu. Aber jetzt ist halt, er kann halt nicht mehr, den Spielraum nicht mehr. Ja, das stimmt. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, was hat Wolf? Er hat den Laser, okay. Aber ich glaube, Laser ist für Ike nicht so dramatisch. Würde ich jetzt mal behaupten. Weiß ich nicht. Also von alles andere. Hätte Ike jetzt ein bisschen mehr Range, aber. Das sind halt Sachen so. Das sind Unterschiede, die dann doch nicht so das A und O ausmachen, habe ich das Gefühl. Ja. Hello from Cologne, Junge. Moin, Meister. So. Es wird nachgedacht. Aber es bleibt, glaube ich, bei Ness. Ja. Er muss jetzt einfach, er muss diese Wand durchbrechen. Er muss irgendwie checken, wo sind die Weak Spots von SDN. Ja, bis jetzt haben wir halt nicht so viele gesehen irgendwie. Nee, also, diese Aggressive Side Piece ist eine Sache, aber die kommt halt auch nur alle zwei Neumonde. Das heißt, ja, eben. So da kann man sich jetzt so nicht drauf verlassen, wirklich. Und sonst ist einfach, maybe ist es auch wirklich nur eine Sache von, er muss das Steinschere-Papier-Prinzip gewinnen. Und das hat SDN bisher die ganze Zeit relativ clean ausgespielt. Das sieht gerade ganz gut aus. So, maybe hat die Philosophenpose ihm doch was gebracht. Das müsste aber reichen eigentlich. Ja, da kommt Ness zurück. Das wäre jetzt auch sehr schade gewesen. Also. Ja, ich glaube, das hätte den Frustpegel einfach ins Astronomische katapultiert. Sehr schöne Waste. Läuft aber gerade sehr gut. Oh ja, der Jank. Oh, und nochmal. Okay, aber der... Er baut einfach so eine Wand auf. Ja, ja. Speak so. Das ist einfach der Fake-Steam. Die kommt aber nicht vorbei. Die Backdoor reicht. Oh, das sieht sehr schön aus bis jetzt. Ja, es ist ein sehr starker Lead. Er hat einfach nur 200% bekommen. Und er hört nicht auf. Das hat auch gerade erst angefangen. Die SDN jetzt hier. Ja, es dreht sich fast schon ein bisschen um.
Das ist einfach die klassische Zebra-Adaptation, vor der so viele Angst haben. Weil sobald der jemand Persistent spielt und sobald er, sag ich mal, sein Mantel im Griff hat, dann ist es einfach eine Kanone, vor der man aufpassen muss. Aber SCN schon auch noch nicht so mega besorgt, sag ich mal. Er hat sich, glaube ich, in der ganzen Zeit des Matches nicht einmal bewegt. Deswegen steht er einfach stabil wie eine Wand. Sehr stramm, sehr aktiv. So. Obwohl, er hat, glaube ich, vorhin einmal so ein bisschen den Kopf bewegt, was da verreckt ist. Oh! Okay. Ich glaube, ich bin eigentlich gut, leid, liebe Zuhörer. Das war einfach meine bisschen Windaktion. So. Oh Gott. 32, ja. Sieber braucht jetzt einfach das Opening. Und ein schöner Grab würde es wahrscheinlich auch. LOL. Wo ging denn das DI hin? I don't know. Es sah irgendwie ein bisschen seltsam aus. Aber es sah auch irgendwie so. Kam, wie heißt der Update? Gestern rechts links wahrscheinlich, ne? Ja. Also sauber. Nicht oh so. Nein! Das geht nicht. Mein Gott. Das hat mir schon wieder so leid getan. Weil das ist einfach. Oh? Oh Gott! Also das wäre sehr spicy gewesen. Aber jetzt ist das Schild basically gone. Oh oh. Ein Grab wäre da gerade einfach, hätte einfach Mengen getan. Okay. Er hat immer noch den ganzen Stock, aber er darf ihn jetzt halt einfach nicht wegwerfen, so. Oh, das war keine Big Brain. Okay, war so ein bisschen Spacing jetzt da auch wieder getan. Oh, SCN. Der Sauberer Confirm. Oh, die Range ist unglaublich groß. Da hat jetzt auf jeden Fall Sauber noch den Stock geholt. Es muss halt aber No-Hit spielen. Und das ist bei Nest Movements, sag ich mal, Speed nicht so geil. Okay, aber wir haben trotzdem Zebra Chilled. Er ist so absolut im Lead und er muss eigentlich nicht wirklich rein. Ich kann einfach warten, bis SDN reinkommt. Jetzt wird maybe nicht so ultra angenehm. Aber basically, es kann man im ersten Wochen ein relativ safes Game spielen. Oh, es ist aber gerade sehr unangenehm. Oh, das müsste aber reichen. Backthrow holt auf jeden Fall den Stock. So, da haben wir eine gute Adaptation gesehen. So, jetzt muss er aber noch das Ganze zweimal machen. Ja. Und das könnte schwer sein. Jetzt kommt einfach die Counter-Adaptation vielleicht. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. SCN ist ja auch, ich glaube, ewig dabei. Ja. Das passiert ihm sicherlich nicht zum ersten Mal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft die beiden gespielt haben. Dazu hätte man sich jetzt auch Stats aufrufen können. Aber schreib mal drauf. Das ist richtig. Ja. Ich will aber nicht LinkedIn. Bitte geh weg. Okay, wir haben was weg. Gut. Game fucking 4. Und 3. Das war das Falsche. Habe ich noch irgendwas? Die Stimme wird nämlich immer rustikaler. Das mögen zwar manche, aber ich mag es für meine Gesundheit nicht so sehr. Gut. Aber wieder schönes Opening von Sieber. Er geht hier wirklich mit sehr viel Schwung in die Geschichte rein. Und ich glaube, Sieber ist auch so ein Momentum-Spieler. Wenn das Momentum hat und es nicht durchbrochen wird, dann ist es so einfach optimal für ihn. Und SDN ist da so ein bisschen das Gegenstück. Ne? Das für ihn ist eigentlich relativ egal. Er sucht so diesen consistent Middle Ground, das einfach immer sauber spielt. Er geht nicht ultra aggressiv, nicht ultra defensiv. Einfach so ein. Also prinzipiell defensiv, aber eben. Er hat einfach so einen Zen-Modus für sich. Genau, genau. Und Sieber versucht das hier so ein bisschen auch zu kommentieren, indem er einfach sagt: Yo, ab und zu renne ich direkt in die Fresse und sonst chill ich auch ein bisschen hinten und lass Zeit zum Nachdenken. Okay, das reicht nicht ganz. Oh Gott. Oh, der Erdodge, aber da hat jetzt SDN ein bisschen gechoked, ja? Maybe doch nicht mehr der Zen-Modus so komplett drin. Wir sind ja dann doch ab und zu aggressive Options. Der Trap vielleicht nicht gut. Guter Mix-Up hier an der Stelle. Aber SDN. Oh Gott, der Double Jump ist weg. Oh Gott, und er hat auf jeden Fall auf die Up-Air nur noch so gewartet. LOL. Alter. Oh, das war aber gerade smart. Da müsste auf jeden Fall Ness noch zurückkommen. Alter, das ist schon wieder Trap. Ja. Das ist wirklich das Game. Der Typ ist immer bereit. Wenn du eine Slow Option machst, dann weiß SDN, ja, okay. Zeit für die Execution, da kommt der Vortilt. Okay, den Jump ein bisschen geburnt, aber trotzdem noch relativ safe zu Chase zurückzukommen.
Das fühlt sich auch gerade ein bisschen hart an. Okay, das war ein sehr guter Callout von SDN an der Stelle. Aber er spielt das Ganze richtig clean. Das müsste ein Stock eigentlich sein. Richtig sein. Ja, jetzt ist es wirklich komplett brutal. Jetzt hat er keine Lust mehr. Es ist noch nicht aller Tage Abend, so SDN auf 140%. Es müsste basically jegliche Form von Sweet Spot reichen. So, Ness kann ja ganz gut killen. Er muss einfach nur reinkommen und das ist halt sehr unangenehm. Ich glaube, damit spielt SDN jetzt einfach, sag ich mal, sehr gut, dass er weiß, er braucht den Approach hier nicht machen. Und kann einfach so ein bisschen zurücklehnen an der Stelle. Das müsste aber fünf. Oh nein, es ist viel schneller! Und das reicht hier für den Kill. Okay, das war auf jeden Fall sehr sauber gespielt. Der hat SDN auf jeden Fall clean so. Dann noch runtergespielt, obwohl das Game vorher auch ganz anders aussah. Ja.